Es war so wunderschön hier. Das Wasser war so klar. Überall kleine Fischchen. Eine eigene kleine Bucht nur für uns. Und die von der Sonne gewärmten Steine, auf die man sich nach dem Baden legen kann. Einfach so schön. Was? Es wird noch schöner. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie wunderschön. Guck mal, wie man da hoch. Oh Gott. So was habe ich früher immer. Wie schön das Wasser ist. Oh mein Gott. Ich heule gleich. Was ist das? Fuhren wir dann weiter nach Palamos, wo wir die nächsten 4 Tage verbrachten. In Palamos bin ich richtig zur Ruhe gekommen. Ich habe wieder angefangen zu lesen, Fotos zu bearbeiten und hochzuladen, was ich auf Reisen so liebe, und fand sogar wieder ein bisschen Zufriedenheit im Alleinsein. Hallo, habe ich überhaupt schon geredet mit euch? Also ich wollte sagen, dass ich jetzt in Spanien zum Friseur gehe. Das ist irgendwie ganz verrückt für mich. Ich habe einen Termin gemacht jetzt um 14 Uhr. Also ich muss gleich loslaufen, weil meine Haare sehen halt schrecklich aus. Oben sind die so dunkel und dann sind sie so pink, rosa und ja, auf jeden Fall wegen dem Rot wäscht sich das halt so schnell raus und ich will halt irgendeine Farbe, die sich nicht so arg rauswischt und die halt gleich bleibt wie hier. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ich gehe ganz alleine in die Stadt. Ganz allein. Und ich schaff's ja nicht mal auf Deutsch zu erklären, was ich will bei einem Friseur, sodass die mich verstehen. Deswegen habe ich von meiner Freundin den Bruder gefragt, der halt lange in Spanien gewohnt hat, ob der mir das übersetzen kann, was ich möchte. Dann hat er geschrieben, er versteht es nicht mal auf Deutsch. Aber er versucht es. Also drückt mir die Daumen. Ja, genau. Ja, wir können auch dahin. Ich mag halt irgendwie so kleine Buchten. Eine wunderschöne Bucht. Und da ist der Horror. Kinder. Wie schön. Okay, wir gehen rüber. Ich habe nämlich einen guten Plan. Und da gehen wir jetzt hin. Ganz in der Nähe von unserem Campingplatz gab es einen Sandstrand, an dem wir so gerne waren. Und wenn es zu kalt war, um baden zu gehen, haben wir stundenlang die Surfer beobachtet.
Es gibt einen Euro am Tag. Zahlst du eine normale Monatsmiete. Kannst du einfach dein Leben lang so. Ja. Ja, jetzt. Und so. Oh. Nur ein Blick, keiner hat. Oh, dear! Nee, auch nicht, der hat sich hochgeschafft. Oh. Da war gerade voll die Welle und die sind nicht draufgegangen. Vielleicht war der Einstieg einfach schlecht. Wir beobachten Surfer. Kommt los! Zeigt uns! Ja. Ja! Und er steht. Was? Ja, er steht da vorne. Er hält die Kamera. Ich schau, du bist ein kleines Kind und dein Vater geht nicht mehr. Ja. Diese Farbe. Ach, genau. Oh. Ist das nur für ein Meer? Da gehen wir jetzt in unseren Laden und kaufen Cola und Mais, weil wir selber Pizza machen. Wir machen zum ersten Mal Pizza im Omnia-Backofen. Besser gesagt, wir benutzen zum ersten Mal den Omnia-Backofen. Ein Omnia-Ofen besteht aus drei Teilen und funktioniert wie ein Backofen mit Ober- und Unterhitze. Man kann dieses Ding einfach auf den Gasherd stellen und so Brot backen, Kuchen, Aufläufe oder eben Pizza. Du musst es aber eher länglich machen, oder? Ich glaube, ich mache das da drüber und mache dann einfach das Loch raus. Ach so, sehr klug. Da liegt gerade so viel rum. Und ich versuche es mal drauf zu legen. Oh. Das machst, deine Idee war doch nicht gut. Nicht so gut. Ich gebe dir gleich nicht so gut. Oje, Mini. Unsere Tomatensauce und unser Omnia-Backofen. Mal ganz kurz reinschauen. Sehr gespannt. So sieht die Pizza aus. Es ist richtig lecker geworden und wir saßen bis 0 Uhr draußen im Dunkeln, aßen Pizza und sahen uns einen Film an. Und das war's mit diesem Vlog. Bis zum nächsten Mal.